Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 5. März habe ich mich hier eingefunden, um den sechsten Teil zu lesen aus dem Buch von Theodor Griesinger, erstmals veröffentlicht in 1866, mit dem Titel »Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt«. Bevor ich mich jedoch der englischen Lesung widme, möchte ich euch vorher gerne etwas aus der englischen Lesung, aus dem englischen Teil vorlesen. Es ist natürlich immer so, dass ein Buch niemals ganz normal Wort für Wort so übersetzt wird, wie es in Originalsprache geschrieben ist. Theodor Griesinger hat also sein Buch in Deutsch geschrieben und dann hat sich jemand gefunden, der das in Englisch editiert hat, also übersetzt hat und eben auch geschrieben hat. Und ich kann sagen, soweit ich bis jetzt das Englische gelesen habe, ist das eine sehr gute Übersetzung davon. Nur in dem Englischen findet sich natürlich hier und da auch mal etwas, was man im Deutschen nicht findet, wobei es eigentlich umgekehrt sein sollte. Ja? Nun, der Punkt ist folgender, und ich zeige euch das mal eben hier in der englischen Lesung. Wir müssen gleich zurück auf Seite 60, da geht es nämlich für uns hier weiter. Wir gehen eben hier rein in ein Vorwort zur zweiten Auflage. Ja? Preface to the second edition. Das ist Vorwort zur zweiten Auflage. Und da schreibt der Autor selbst hier, und zwar im Juli 1872. Ganz wichtiges Datum. Das müssten wir mal eben behalten. Diese neue Ausgabe meiner Geschichte der Jesuiten ist der beste Beweis, dass das Buch seine Arbeit getan hat. Es hat tausende von Lesern gefunden und kein einziger hat es auf die Seite gelegt, ohne eine wirklich gute Idee davon zu haben, wie diese Gesellschaft der Jesuiten organisiert ist, die so wert des Verdammens ist. Und angesehen, dass jetzt unsere kaiserliche Regierung oder die Reichsregierung, Imperial Government, also die Regierung des Empires, des Reiches, die Reichsregierung, hat sich auf unsere Seite sich geschlagen hat, lass uns dann hoffen, dass der verfluchte Bann, bei welchem durch den Einfluss der Jesuiten die spirituelle Wiederauferstehung unseres Vaterlandes zurückgehalten wurde, jetzt von Deutschland entfernt wird. Also mit anderen Worten, lasst uns hoffen, dass durch den verfluchten Bann, durch den Einfluss der Jesuiten, die spirituelle Auferstehung unseres Vaterlandes zurückgehalten wurde, dass dieser Bann jetzt von Deutschland weggenommen wird. Am wichtigsten, vornehmsten, erstens ist, also das Wichtigste ist, Crushing, das ist also das Erdrücken des Feindes des Reiches, ja, also das Zermörsern, das, ja, Crushing, Zerbrechen, sage ich jetzt mal, des Reiches Feindes und eine neue Attacke auf diejenigen, die das Licht zurückhalten wollen. Wann gab es jemals für Deutschland eine größere, eine bessere, eine, ja, greater, ist ja nicht nur größer, sondern ist ja vor allen Dingen scheinendere, tollere Epoche als jetzt? Stuttgart im Juli 1872. Denn hiermit, was der Autor hier schreibt, bezieht er sich auf das Verbot der Jesuiten durch Bismarck in 1872 und meint deswegen, dass das dass die Reichsregierung, die Imperial Government, sich auf unsere Seite geschlagen hat, auf die Seite der Protestanten, auf die Seite der Gottesgläubigen, und zwar Gott der Bibelgläubigen, auf die protestantische Seite, und lasst uns hoffen, dass jetzt durch diesen Bann der Jesuiten eine Wiederauferstehung im Vaterland endlich erfolgen kann, die durch die Jesuiten bis jetzt zurückgehalten wurde. Erst müssen wir die Feinde des Reiches erdrücken und dann müssen wir die Widersacher des Lichtes attackieren. Wann gab es jemals eine größere Epoche für Deutschland? So schreibt der Autor das zu seiner zweiten Auflage des Buches im Juli 1872. Die deutsche Ausgabe ist ja
die wohl erste Edition von 1866. Und da steht dieses Vorwort nicht drin. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eben auch verstehen, dass zur zweiten Druckausgabe, was passierte 1872, nachdem Bismarck die Jesuiten unterdrückt hat, er hat Kloster geschlossen, und zwar Mönchskloster sowie Nonnenkloster. Er hat ihre Seminare, er hat jesuitische Einrichtungen geschlossen, wo sie sich vorgefunden haben, und hat die Jesuiten des Landes verwiesen. Und deswegen der Ausspruch von Griesinger hier, wann gab es jemals für Deutschland eine größere, eine bessere Epoche? Ja, und da muss man sich mal überlegen, was ist in Deutschland passiert in der Zeit zwischen 1872 und dem Ersten Weltkrieg? Deutschland hat floriert, ne? Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Sollte man als Fußnote vielleicht mal eben mit beinehmen. Gut. So, jetzt fahren wir aber fort in der normalen Lesung des Buches auf Deutsch. Und mal eben sehen, welches Bild ich hier habe. Das Bild mit dem Buchumschlag. Und wir sind angekommen im vierten Kapitel im PDF auf Seite 68. Die Einrichtung und das Gesetzbuch des neuen Ordens. Jeder meiner Leser wird nunmehr begierig sein, das Statut kennenzulernen, welches Loyola dem Papste vorlegte, und ich lasse daher dasselbe in wörtlicher Übersetzung hier folgen. Wer, so beginnt jene denkwürdige Schrift, wer als Mitglied unserer Gesellschaft, welcher wir den Namen Jesu beigelegt haben wollen, unter der Fahne des Kreuzes streiten und Gott dem Herrn allein sowie dessen Stellvertreter auf Erden, dem römischen Papste, dienen will, der soll sich nach dem aufs feierlichste abgelegten Gelübde der Keuschheit stets daran erinnern, dass er nunmehr einer Gesellschaft angehört, welche einzig und allein in der Absicht gestiftet wurde, um die Seelen der Menschen in der christlichen Lehre und dem christlichen Wandel zu vervollkommnen, sowie um durch die öffentliche Predigt des göttlichen Wortes, durch geistliche Übungen und Kasteiungen, durch Werte der Liebe, insbesondere durch den Unterricht der Jugend und die Unterweisung derer, die noch keine Kenntnis des Christentums haben, endlich durch Anhörung der Beichte der Gläubigen und wohlaufgebrachten geistlichen Trost den wahren Glauben fortzupflanzen. Er soll stets Gott, oder, um deutlicher zu sein, die Zwecke unserer Stiftung und unseres Ordens, welche allein der Weg zu Gott sind, vor Augen haben und sich nach seinen besten Kräften bestreben, diese Zwecke in Erfüllung zu bringen. Dagegen soll ein jeder ein Genüge haben an dem Maße der Gnade, das ihm vom Heiligen Geiste bescheret wurde, und soll nicht im Unverstand mit anderen eifern, die vielleicht besser bedacht worden sind. Um aber dies leichter ins Werk zu setzen und um diejenige Ordnung, welche in einer jeden wohl eingerichteten Gesellschaft von Mönchen ist, aufrecht zu erhalten, soll nur allein der von uns aus unserer Mitte zu wählende Vorgesetzte oder General das Recht haben, zu entscheiden, wozu ein jeder gebraucht werden könne, zu entscheiden, für welchen dieses und für welchen jenes Amt oder Geschäft passend sei. Ende Zitat, schon mal so weit. Und da muss ich doch mal eben kurz zurückgehen auf die erste Seite, wo wir das hier gelesen haben. Und ich möchte eben noch mal deutlich machen, dass wir als bibelgläubige Christen, die wir dieses Buch ja studieren, ich kann mir ja wenig vorstellen, dass es wirklich Katholiken gibt, die dieses Buch gerne lesen wollen. Aber bitte, ich lade jeden dazu ein, weil es geht ja gerade darum, um diese verlorenen Seelen zu erreichen. Aber wir müssen uns halt deutlich darüber werden, dass wenn der Autor hier das schreibt, was die Gesellschaft Jesu in ihren Statuten hier sagt, dass wir das, die christliche Lehre, wie hier steht, die Seelen der Menschen in der christlichen Lehre und im christlichen Wandel zu vervollkommnen, dass das immer heißen muss, in der römisch-katholischen Lehre und im römisch-katholischen Wandel zu vervollkommnen. Ja? Man muss immer in diesen Fällen das Christliche mit dem römisch-katholischen ersetzen, um das richtige Verständnis dafür zu haben. Weil römischer Katholizismus ist nicht das klassische Christentum. Das ist nun einmal so. Und das habe ich ja mehr als genug bewiesen. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Das habe ich ja oft genug gemacht.
Aber es ist wichtig, dass wenn ich das so vorlese, dass ihr das mit dem Verständnis versteht, dass wenn der Autor hier, oder besser gesagt, wenn Ignatius von Loyola selbst hier christlich schreibt, dass er zwar christlich sagt, aber dass im Endeffekt römischer Katholizismus gemeint ist. Das muss uns deutlich sein und das müssen wir immer berücksichtigen. Es geht weiter. Weiter soll dieser Vorgesetzte oder General mit Bewilligung seiner Genossen die Macht haben, für die Gesellschaft bestimmte Regeln und Konstitutionen zu entwerfen, so wie er sie zur Erreichung des vorgesteckten Zwecks des Ordens für geeignet erachtet. Doch nie ohne, dass er die Genossen fragt und zu den Beratschlagungen zieht. So, das ist so natürlich, klingt vielleicht ganz schön, was wir hier vorgelesen haben, ist aber so nicht ganz richtig. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich lese ja mit Brett Norman im Augenblick das Buch Code Word Babylon in Englisch von P.D. Stewart. Und in dem Buch haben wir natürlich auch über die Statuten gesprochen und wir haben auch gesprochen über die Hierarchie der Jesuiten. Und da steht ganz deutlich drin, dass in den Statuten drin steht, oder das gemeint ist in diesen Statuten, dass der General zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, diese Statuten, diese Verfassung auf eigenes Gutdünken zu ändern. Ich sage jetzt nicht, dass er das ohne Einbezug eines bestimmten Rates oder sowas macht. Vielleicht bestimmte Provinziale damit einbezieht oder einen bestimmten hohen Rat der Jesuiten oder was auch immer. Aber festgeschrieben steht eigentlich, dass der General das alleine kann. Er hat die absolute Macht. Er muss mit niemand anderem, er muss niemand anderen berücksichtigen. Ja? Und das finde ich doch einen sehr wichtigen Punkt. Und hier kommt das ja auch schon raus, dass hier steht, weiter soll dieser Vorgesetzte oder General mit Bewilligung seiner Genossen die Macht haben. Also lassen wir mit Bewilligung seiner Genossen weg. Weiter soll der Vorgesetzte oder General die Macht haben, für die Gesellschaft bestimmte Regeln und Konstitutionen zu entwerfen, so wie er sie zur Erreichung des vorgesetzten Zweckes des Ordens für geeignet erachtet. Und der Punkt ist, dass in diesen Konstitutionen, über die wir hier sprechen, da steht eben drin, dass diese Konstitutionen vom General selbst, so wie er es für richtig hält, geändert werden können. Kann zugefügt werden, kann weggenommen werden, kann geändert werden. Bei wichtigen Anlässen und wo es sich von bleibenden Einrichtungen handelt, hat deswegen der General die sämtlichen Gesellschaftsmitglieder oder doch den größten Teil derselben zusammenzuberufen und das entscheidet dann einfache Stimmenmehrheit. In minder ernsten Fällen aber, und besonders wenn Eile notwendig ist, genügt es vollkommen, wenn nur diejenigen Genossen, welche gerade am Sitz des Generals anwesend sind, zu Rate gezogen werden. Die Ausführung der Gesetze übrigens, also die eigentliche Befehlshabermacht und Feldherrengewalt, kommt nur allein dem Vorgesetzten und seinem Dritten zu, also seinem Adjutanten, wie auch immer man das nennen will. Die Ausführung der Gesetze, also die eigentliche, und hier erkennen wir nochmal, es geht um einen militärischen Orden. Befehlshabermacht und Feldherrengewalt kommt allein dem Vorgesetzten zu. So habe ich jetzt den Satz mal auf die wichtigsten Teile reduziert, ja, dass wir hier lesen können im blau unterlegten Teil. Also, Befehlshabermacht und Feldherrengewalt, da spricht man doch nicht über einen normalen Mönchs- oder Klosterorden. Da merkt man doch, dass man mit dem Militär sich beschäftigt. Wir reden hier von einem militärischen Orden. Regimini militantis ecclesiae. Niemals vergessen. Kund und zu wissen sei ferner allen Mitgliedern unserer Gesellschaft und es bleibe dies nicht nur an die Türen ihrer Prozesskäufer, sondern auch in ihre Herzen selbst, solange sie leben, mit großen Buchstaben hineingeschrieben, dass diese ganze Gesellschaft
und demnach alle und jede, welche in dieselbe treten, sich damit zum treuesten Gehorsam gegen unseren heiligsten Herrn, den Papst, sowie gegen alle seine Nachfolger verpflichten und nur in diesem Gehorsam für Gott streiten dürfen. Obwohl nämlich in dem Evangelio gelehrt wird und es daher rechtgläubig feststeht, dass alle Christgläubigen dem römischen Papste als dem sichtbaren Haupte der Kirche und dem Statthalter Jesu Christi Gehorsam und Unterwürfigkeit schuldig sind, so halten wir uns doch zu noch mehrerer Demütigung dieses Ordens im Allgemeinen sowie zur förmlichen geistigen Abtötung eines jeden Einzelnen von uns und zur offenkundigen Verlängerung unseres eigenen Willens für verpflichtet, Zitat, uns zu jener allgemeinen Verbindlichkeit hin noch durch ein besonderes Gehorsamsgelübde zu binden, Ende Zitat. Was ich so liebe an diesen alten Büchern, das sind diese ellenlangen Sätze. Kann heute noch jemand solche Sätze schreiben, außer in irgendwelchem juridischen Gequassel im Gesetzbuch, was dann sowieso kein Schwein versteht? Aber das ist ja noch verständlich, aber was für lange Sätze sind das nicht? Ist das nicht noch wunderbar geformtes Deutsch in diesem Fall? Wunderbar geformte Sprache? Und was steht hier natürlich alles drin? Mit anderen Worten, dass sich die Jesuiten dazu verpflichten, dem römischen Papste als dem sichtbaren Haupte der Kirche und dem Statthalter Jesu Christi Gehorsam und Unterwürfigkeit schuldig sind. Also, mit anderen Worten, hier steht ganz deutlich drin, etwas, was absolut konträr ist gegenüber der Bibel. Ja? Nämlich, dass der Papst das sichtbare Haupt der Kirche und Statthalter Jesu Christi ist auf Erden. Und das ist ja so nicht richtig, denn biblisch gesehen ist Jesus Christus das Haupt der Kirche und nicht der Papst. Und der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Jesus hat ja gesagt, ich werde euch den Tröster senden und der wird euch führen in alle Wahrheit. Der Tröster ist der Heilige Geist. Aber hier haben wir mit dem römischen Katholizismus zu tun. Und man merkt bereits auch hier in diesen Statuten oder in diesen, wie nennt der Griesinger das hier? Das nennt er ja nicht Statuten, er nennt das hier ja, ja doch, das Statut zu lesen, welches Loyola dem Papste vorlegte, also dieses Statut, was hier dem Papst vorgelegt wird, da merken wir ja deutlich dran, dass das absolut schon mal unbiblisch ist. Ja? Da gibt es nichts, was, will ich erst mal sagen, nichts, was an der Bibel gemessen wahr ist. Ja? Das ist so, wie die Jesuiten sich ihre Wahrheit hinbiegen. Sie sagen, dass alle Christgläubigen, also das sind dann alle Katholiken, alle Katholischen, dem römischen Papste als dem sichtbaren Haupte der Kirche und Statthalter Jesu Christi Gehorsam und Unterwürfigkeit schuldig sind. Und das ist ja genau das, was der Papst auch gesagt hat. Erinnert ihr euch an die Bulle von 1303 von Papst Bonifaz dem 8., wenn ich mich jetzt nicht irre, in dem er sagte in der Bulle Unam Sanctam, es ist absolut unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Ja, genau das steht hier eben auch drin. Gut. Und zwar geht das Gelübde dahin, fährt Loyola hier fort, dass was auch immer der jetzige oder die folgenden Päpste uns befehlen werden, insofern es zum Nutzen der Seelen und zur Ausbreitung des Glaubens gereichet. Guck mal, hier kommt schon eine Einschränkung. Das nenne ich dann Kasuistik und Sophistik. Ja? Also uneingeschränkter Gehorsam gegenüber dem Papst, insofern es zum Nutzen der Seelen und zur Ausbreitung des Glaubens gereichet. Ja, wer legt das denn dann fest? Wenn ich dem Papst hörig bin, wenn ich dem Papst absolute Treue schwöre und sage, dass wie auch immer der jetzige und die folgenden Päpste uns befehlen werden, dass gefolgt wird, insofern es zu Nutzen der Seelen zur Ausbreitung des Glaubens gereiche, das heißt ja, dass ich nicht, und das muss man ja halt so verstehen, denke ich mal, bin ja nur ich, der das denkt, wer ist dann die Autorität, der das festlegt, ob das, was der Papst den Jesuiten hier befiehlt, zur Nutzung der Seelen und zur Ausbreitung des Glaubens gereichet? Oder nicht? Ist das der Papst, der das festlegt? Ja, dann habe ich
unbedingten Gehorsam gegenüber dem Papst. Aber wenn ich sage, da gibt es eine andere Autorität, die das bestimmt, zum Beispiel der Jesuitengeneral, dann ist ja dem Jesuitengeneral freigestellt, ob er sich dem Papst unterwirft oder nicht. Und das muss man doch immer verstehen da drin, diese kleinen Hintertürchen, die hier immer gebraucht werden. Ja? Also lesen wir den Satz jetzt gerne nochmal, zumindest soweit hier. Und zwar geht das Gelübde dahin, sagt Loyola, dass was auch immer der jetzige oder die folgenden Päpste uns befehlen werden, insofern es zum Nutzen der Seelen und zur Ausbreitung des Glaubens gereichet, zu was immer für Missionen sie uns brauchen wollen, also sie mögen uns zu den Türken oder anderen Ungläubigen oder wenn es selbst bis nach Judien wäre, das wüsste ich jetzt nicht, was das ist, aber das heißt ja wohl deutlich Judien, ja? Selbst bis nach Judien wäre oder auch zu den Ketzern, Lutheranern und Schismatikern oder endlich zu den Rechtgläubigen selbst verschicken. Das, sage ich, wir stets ohne allen Verzug und ohne irgendeine Entschuldigung vorzuschützen, gehorchen wollen. Das ist genau, was wir im Eid der Jesuiten lesen, ja? Dass ich gehe oder ich schwöre, dass ich wo immer hingehen werde, wohin der Heilige Vater oder mein Vorgesetzter der Gesellschaft Jesu mich schicken wird. Ja? In den kalten Norden, in die Dschungel von Afrika oder Indien, in die wilden Städten des Westens, also damals ja Amerika, gerade zwischen Anführungszeichen neu entdeckt, oder eben auch gegen die Lutheraner oder andere Ketzer vorgehen werden. Ganz wichtig, dass hier die Lutheraner mit drinstehen. Ne? Das ist das Papier, erinnert euch. Also das ist das Statut, sollte man sich immer bedenken, dass Loyola 1540 bei der Gründung der Jesuiten dem Papst vorlegt. Eindeutig, dass er gegen Ketzer, also oder auch zu den Ketzern, Lutheranern und Schismatikern zugeht, dass er gegen diese vorgehen würde. Ganz deutlich sind hier die Lutheraner bereits drin vermeldet. Ja? Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen haben alle diejenigen, welche unsere Gemeinschaft zu treten gemeint sind, ehe sie diese Last auf ihre Schultern nehmen, es wohl und reiflich zu überlegen, ob sie über so viele geistige Mittel zu gebieten haben, um die besagte steife Höhe mit Gottes Hilfe erklimmen zu können. Steile Höhe mit Gottes, die besagte steile Höhe mit Gottes Hilfe erklimmen zu können. Das ist, ob der Heilige Geist, der sie antreibt, sie mit einem solchen Maß seiner Gnade überschüttet hat, dass sie hoffen dürfen, auch seinen Beistand unter der großen Last ihres Berufes nicht zu erliegen. Haben sie sich aber einmal fest entschlossen, unter dem Banner Jesu Christi Kriegsdienste zu tun, so müssen sie Tag und Nacht ihre Lenden umgürtet halten und in jeder Stunde des Tages und der Nacht bereit sein, die übernommene Schuld abzutragen. Hier sehen wir, hat jemand, der das Buch damals hatte, eine Fußnote eingefügt. Ja, da sieht man hier, Kriegsdienste ist hier unterstrichen und hier unten steht dann eine Notiz, die sich die Person gemacht hat. Ich wüsste jetzt nicht, was das heißen sollte. Ich kann das nicht lesen. Aber auf jeden Fall ist hier ganz deutlich herauszulesen. Haben sie sich aber einmal fest entschlossen, unter dem Banner Jesu Christi Kriegsdienste zu tun? Aber weiter muss man ja gar nicht lesen. Wo in der Bibel befiehlt Jesus Christus Kriegsdienste? Ja, er sagt, mein Königreich ist nicht von hier. Wäre mein Königreich von hier, dann würden meine Leute für mich kämpfen. Aber von Kriegsdiensten hat er nicht gesprochen. Und wenn es in Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18 heißt, dass wir den ganzen Schutz, die ganze Waffnung des Herrn anziehen müssen, da geht es nicht um materielle Waffen, da geht es nicht um Kriegsdienste hier auf dieser Erde. Da geht es um spirituelle Waffen. Und da geht es um den spirituellen Kampf. Ja? Also, ein ganz wichtiger Satz hier. Wenn man sich erst einmal entschlossen hat, unter dem Banner Jesu Christi Kriegsdienst zu tun,
dann muss man Tag und Nacht seine Lenden umgürtet halten und in jeder Stunde des Tages und der Nacht bereit sein, die übernommene Schuld abzutragen. Mit anderen Worten, zu jedem Moment des Tages oder der Nacht dahin zu gehen, wohin der Vorgesetzte der Gesellschaft Jesu mich schickt. Niemand von der Gesellschaft darf sich von Ehrgeiz getrieben zu dieser oder jener Mission und Verrichtung selbst antragen, und noch weniger hat ein Mitglied das Recht, mit dem römischen Stuhl oder sonst einer geistlichen Behörde, sei es mittelbar oder unmittelbar, selbstständig für sich in Unterhandlung zu treten. Hierfür hat vielmehr nur allein Gott, das heißt sein Stellvertreter, der Papst und der Ordensgeneral, zu sorgen. Man muss sich die Tragweite dieser Worte mal vorstellen. Gott wird hier mit dem Stellvertreter, dem Papst und dem Ordensgeneral gleichgesetzt. Ja? Das ist doch deutlich. Hierfür hat vielmehr nur allein Gott, das heißt sein Stellvertreter, der Papst und der Ordensgeneral, zu sorgen. Das ist sich auf eine Stufe stellen mit Gott. Das ist Blasphemie oder Gotteslästerung, wie man das auch nennt. Von ihnen haben alle Befehle dieser Art auszugehen. Allein wenn ein Ordensmitglied einen Auftrag erhalten hat, so darf es sich unter keinen Umständen mehr weigern, denselben alsbald zu besorgen. Umgekehrt jedoch macht sich auch der General anheischig, sich ohne Bewilligung der Gesellschaft nie zu einem größeren Missionsgeschäfte mit dem Papste zu verabreden und zu verständigen. Alle und jede müssen angeloben, sich in allen Punkten, welche die Ordensregeln betreffen, dem Ausspruch des Vorgesetzten der Sozietät, also Gesellschaft, zu fügen und ihm unbedingten Gehorsam zu leisten. Ich glaube nicht, dass ich hier groß Kommentar machen muss, oder? Eine jede Seele muss geloben, also schwören, sich in allen Punkten, welche die Ordensregeln betreffen, dem Ausspruch des Vorgesetzten der Gesellschaft zu fügen und ihm unbedingten Gehorsam zu leisten. Der schon so oft angesprochene Perende ac Cadaver, der Kadavergehorsam. Ja? Er selbst aber verspricht nur solche Befehle zu erteilen, welche er zur Erreichung des von der Gesellschaft angestrebten Zieles für angemessen erachtet. Auch soll er bei der Verwaltung seines Amtes das Beispiel der Güte, Sanftmut und Liebe, welches Christus und die Apostel Petrus und Paulus gegeben, stets vor Augen haben. Und ebenso wird er auch alle seine Räte und höheren Beamten instruieren. Auch hier finde ich mal eben interessant, dass wir bei dem Punkt stehen bleiben. Auch soll bei der Verwaltung seines Amtes das Beispiel der Güte, Sanftmut und Liebe, welches Christus und die Apostel Petrus und Paulus gegeben. Das heißt also, die anderen Apostel haben das nicht gegeben. Rom, im römischen Katholizismus, wird sich immer nur auf zwei Apostel bezogen. Petrus und Paulus. Und warum? Weil Petrus und Paulus in der römisch-katholischen Kirche der Ersatz sind für Remus und Romulus. Ihr wisst schon, die beiden Kinder, die von dem Wolf an den Zitzen hängen und trinken und die eigentlichen sogenannten Gründer Roms sind. Habt ihr doch sicher schon mal gesehen, diesen Wolf, wo zwei Kinder unten an den Zitzen sind und von der Milch trinken. Remus und Romulus. Ja? Und Petrus und Paulus sind Remus und Romulus im christlichen Rom, das aber immer noch heidnisch ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, bitte sucht solche Sachen selbst nach. Deswegen wird hier immer nur von den beiden Aposteln gesprochen, nie von den ganzen anderen. Es gab ja insgesamt wohl 12, ne? Insbesondere aber wird er dafür sorgen, dass der Unterricht der Jugend und die Unterweisung der unwissenden Erwachsenen in den Hauptstücken der christlichen, also römisch-katholischen Lehre, in den 10 Geboten und den übrigen Anfangsgründen mit Rücksicht auf Zeit und Ort sowie auf die Personen selbst nie vernachlässigt werde
Und zwar ist dies umso notwendiger, als ohne eine richtige Glaubensgrundlage keine wirkliche Erbauung stattfinden kann. So, ich will ja nun nicht jedes Mal beim Satz irgendwie einen Kommentar machen. Aber es erscheint mir unglaublich wichtig, dass wir bitte schön verstehen, dass in diesem allerersten Statut, das zur Gründung des Jesuitenordens hier von Loyola dem Papst vorgelegt wurde, bereits deutlich mit drin steht. Insbesondere wird er, also der General der Jesuiten, dafür sorgen, dass der Unterricht der Jugend und die Unterweisung der unwissenden Erwachsenen in den Hauptstücken der römisch-katholischen Lehre, in den 10 Geboten, die übrigens in dem römischen Katholizismus andere sind als die in der Bibel, und den übrigen Anfangsgründen mit Rücksicht auf Zeit und Ort sowie auf die Personen selbst nie vernachlässigt werde. Also, der Ausbildungsauftrag der Jesuiten steht in diesem absoluten Basisstatut der Gesellschaft. Wie kann man da noch dran zweifeln, dass alle unsere Schulen und Ausbildungseinrichtungen Jesuiten kontrolliert sind? Wenn nicht öffentlich, dann hinter vorgehaltener Hand. Ja? Unter dies stände, wenn der General die Sache nicht strengstens in die Hand nehme, zu besorgen, dass der eine oder andere der Ordensbrüder im Wahn für etwas Größeres geschickt zu sein und meinend, dieses oder jenes Land, dieser oder jener Distrikt sei für das Maß seiner Kenntnisse viel zu gering und unbedeutend, sich dem Unterricht entzöge, während noch in der Tat sowohl zur Erbauung des Nächsten als auch zur Übung in den Werten und der Demut und Liebe und endlich zur Erreichung unseres vorgesteckten Zieles nichts dienlicher ist als eben dieser Unterricht. Mit einem Worte, die Mitglieder der Gesellschaft sollen zum unendlichen Nutzen des Ordens und zur beständigen Übung in der Demut, welche nie genug gepriesen werden kann, dem Vorgesetzten oder General in allen Stücken und zu jeder Zeit nach den Ordensregeln gehorchen und in ihm, wie sich's gebührt, den vergegenwärtigten Christum, den Heerführer der himmlischen Scharen, verehren. Bumm. Das war doch mal ein Wort. Ja? Lesen wir das nochmal. Die Mitglieder der Gesellschaft sollen zum unendlichen Nutzen des Ordens und zur beständigen Übung in der Demut dem Vorgesetzten oder General der Jesuiten in allen Stücken und zu jeder Zeit nach den Ordensregeln gehorchen und in ihm, dem Vorgesetzten oder General der Jesuiten, wie sich's gebührt, den vergegenwärtigten Christum, den Heerführer der himmlischen Scharen, verehren. So, ihr wisst alle, dass der Papst den Titel hat Vicarius Filii Dei und damit nennt er sich der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. In den Statuten der Jesuiten haben wir gerade eben gelesen, und das ist nur das Basisstatut, das sind noch nicht die Konstitution, also die Verfassung der Jesuiten. Hier haben wir gerade eben gelesen, dass ein jeder Jesuit, ich hole das Papier nochmal bei, dass ein jeder Jesuit hier den Vorgesetzten oder General in allen Stücken und zu jeder Zeit nach den Ordensregeln zu gehorchen und in ihm, wie sie es gebührt, den vergegenwärtigten Christum, den Heerführer der himmlischen Scharen, verehren. Also mit anderen Worten, der Vorgesetzte oder der General der Jesuiten ist der allgegenwärtige Jesus Christus. Also der schwarze Papst, wenn man ihn so nennen will, der General der Jesuiten, hat dasselbe Ansehen als sein Christus, wie der weiße Papst das hat. Steht hier ganz deutlich mit drin. Also muss mir niemand mitkommen, Jörg, das ist deine Interpretation. Nein, das steht hier ganz deutlich drin geschrieben. Dem Vorgesetzten oder General in allen Stücken zu gehorchen
und in ihm den vergegenwärtigten Christum, den Heerführer der himmlischen Scharen, verehren. Also den General der Jesuiten verehren, wie Jesus Christus Ehre zusteht. Das heißt anbeten. Das heißt ihm dienen. Da nun aber die Erfahrung lehret, dass es keine Menschen gibt, die ein reineres, erbaulicheres und für die Nächsten angenehmeres Leben führen als diejenigen, welche von dem Gifte des Geizes am weitesten entfernt sind und der evangelischen Armut am nächsten stehen. Da wir ferner wissen, dass der Herr Jesus Christus alle seine Knechte, wenn sie sich im Dienste des Reiches Gottes befinden, von selbst und aus eigener Kraft mit aller Notdurft an Speise, Trank und Kleidung versieht, so sollen alle und jede Mitglieder unseres Ordens das Gelübde ewiger Armut ablegen und zugleich erklären, dass sie weder für sich, das heißt für ihre Personen besonders, noch auch gemeinschaftlich zur Erhaltung und zum Gebrauche des Ordens selbst irgendwie liegende Gründe und Besitztümer oder auch nur deren Einkünfte an sich bringen wollen, sondern dass sie sich vielmehr mit dem begnügen, was ihnen zur Beschaffung ihrer Notdurft von anderen bereitwillig gespendet und dargereicht wird. Doch soll ihnen freigelassen sein, auf Universitäten ein oder mehrere Kollegien zu haben, welchen dann die Annahme von Gütern und Liegenschaften nebst sonstiger Einkünfte oder Zinsen nicht verweigert werden darf, damit sie dieselben zum Nutzen und Gebrauch der Studierenden verwenden. Die Aufsicht über ihre besagte Kollegien und die darin Studierenden sowie die Verwaltung derselben und ihre Einkünfte bleibt ganz allein dem General und den von ihm damit den betrauten Ordensbrüdern vorbehalten, und zwar sowohl was die Annahme der Entlassung, die Zurückberufung und die Ausschließung der Lehrer, der Vorgesetzten und der Studierenden, als auch was die Einführung der Statuten, Ordnungen und Gesetze, den Unterricht der Lernenden, ihre Unterweisung, ihre Erbauung, ihre Bestrafung, ihre Nahrung und Kleidung, sowie überhaupt ihre Erziehung, Versorgung, Leitung und Regierung betrifft. Auf diese Art wird am besten dafür gesorgt, dass die Studierenden die besagten Güter und Einkünfte nie missbrauchen können. Und davon kann ohnehin nie die Rede sein, da die Gesellschaft dieselben zu ihrem eigenen Besten und Nutzen verwendet. Also alles zum Wohl des Ordens. Im Gegenteil müssen die sämtlichen Zinsen des Eigentums der Kollegien zu deren Erhaltung und zur Befreiung der Erziehung und Zöglinge verwendet werden. Diese letzteren, die Zöglinge, sind aber, sobald sie in den Wissenschaften und Kenntnissen den gehörigen Grad erreicht haben, nach sorgfältiger Prüfung in unsere Gesellschaft zuzulassen und können dann später selbst als Lehrer wirken. So, Entschuldigung, muss man hier nur kratzen. Was der Ignatius hier in seinen Statuten schreibt, da geht es um die Ausbildung der Jesuiten. Mit anderen Worten, die Jesuiten bekümmern sich darum, dass sie die Schulen kontrollieren, dass sie die Universitäten kontrollieren und dass sie sich dann die Leute aussuchen, die ihnen am besten passen, um die zu gebrauchen, um in ihren eigenen Orden mit aufzunehmen, somit ein Wachstum des Ordens zu garantieren und dafür sorgen, dass eben der Orden weiter wächst und eben diese Leute sich dem Orden anschließen. Und das passiert dann im Noviztum. Ja, also das Novizentum ist die unterste Stufe der Jesuitenausbildung. Und dann kommt das Koadjutorenstudium, dann kommen die Scholastiker und zum Schluss kommen die Profest. Das sind vier verschiedene Stufen. Das nur eben am Rande.
Das Wichtige ist, dass sich hier halt in den Statuten der Jesuiten bereits, dass hier in den Statuten der Jesuiten bereits deutlich gemacht wird, dass es Aufgabe der Erziehungsanstalten oder Ausbildungsanstalten ist, die hier genannt werden, um dafür zu sorgen, dass diese Letzteren, ja, die Zöglinge, diese Letzteren sind, sobald sie den Wissenschaften und Kenntnissen den gehörigen Grad erreicht haben, nach sorgfältiger Prüfung in unsere Gesellschaft zuzulassen und können dann später selbst als Lehrer wirken. Also mit anderen Worten, wie ich schon bei 13 versucht habe deutlich zu machen, geht es darum, so viele wie mögliche geschickte neue Menschen anzuwerben, um den Orden wachsen zu lassen. Und das ist auch wieder übereinstimmend mit dem, was ich in Code Word Babylon mit Brad Norman gelesen habe, wo drin steht, ich weiß jetzt nicht, wer das Zitat gesagt hat, das weiß ich nicht alles auswendig, aber da steht halt eben drin, dass es eine Aufgabe des Jesuitenordens ist, um dafür zu sorgen, so viele wie mögliche Agenten zu bekommen. Weil sie sprechen immer von Agenten, weil es sind ja alles im Grunde Spione, ja, muss man ja auch mal verstehen. In dem Statut von Loyola fahren wir dann fort. Alle Ordensmitglieder, die zu Priestern geweiht sind, haben, wenn sie gleich weder kirchliche Benefizien noch irgend sonstige Einkünfte genießen, dennoch die Pflicht, alle kirchlichen Amtsverrichtungen zu versehen und sind auch gehalten, privatem, das heißt jeder einzeln für sich, aber nicht in Gemeinschaft, im Gegensatz zu den Mönchen in den Klöstern, das Offizium nach dem Kirchengebrauche zu beten. Dies ist das Statut, welches wir unter dem Einflusse des Heiligen Vaters Paul, also gemeint ist hiermit Papst Paul III., von unserem Orden entworfen haben und nun der Gutheißung des apostolischen Stuhles unterwerfen. Es ist nur ein summarischer Entwurf. Aber er kann doch diejenigen, welche sich unter Tun und Treiben, welche sich um unser Tun und Treiben interessieren, genügend aufklären, und er soll denen, die später in diesen Orden eintreten, zur Richtschnur dienen. Weil wir nun übrigens aus langer eigener Erfahrung genau wissen, wie vielen großen Beschwerlichkeiten ein Leben wie das unsere unterworfen ist, so haben wir zugleich für gut befunden, anzuordnen, dass niemand als Mitglied in unsere Sozietät zugelassen werde, der nicht vorher eine genaue und fleißige Prüfung durchgemacht habe. Erst dann, wenn er im Dienste Christi geschickt und in seinem Wandel wie in seiner Lehre rein und lauter befunden worden ist, soll er zum Kriegsdienste Jesu zugelassen werden. Ich muss das nochmal eben hier farblich untermalen. Erst dann, wenn er im Dienste Christi geschickt und in seinem Wandel wie in seiner Lehre rein und lauter befunden worden ist, soll er zum Kriegsdienste Jesu zugelassen werden. Dieser aber möge unseren kleinen Anfang seine Gnade und Huld verleihen, zur Ehre Gottes, des Vaters, welchem sei Ruhm und Preis in Ewigkeit. Amen. Hier kommen wir wieder auf den Spruch Ad Majorem Dei Gloriam ins Deutsche übersetzt gegen. Soweit die Statuten des Loyola, die er dem Papst Paul III. Vorgelegt hat. Und der Hoc est digitus Dei ausrief, als er davon hörte. So lauteten die Regeln des neuen Ordens, welchen Paul III. Am 27. des Herbstmonats September 1540 unter dem Titel der Gesellschaft Jesu bestätigte, und zwar mit dem Beisatz bestätige, dass die Zahl der Mitglieder auf 60 beschränkt sein solle. Doch bildeten diese Regeln bloß die erste Grundlage, nur den Beginn der späteren Einrichtung des Jesuitenordens. Und wie wir werden schon durch das nächste Kapitel belehrt werden, dass die eigentlichen und wichtigsten Konstitutionen und Gesetze erst später hinzugefügt wurden. Das ist ja genau das, von dem ich vorhin gesprochen habe, muss ich hier mal eben kurz unterbrechen. Ich habe euch ja gesagt, in den Konstitutionen, in den Verfassungen steht drin, dass der Vorgesetzte, also der schwarze Papst, der General der Jesuiten im Grunde allmächtig ist, ja? Dass er die Möglichkeit hat, ohne Rat
ohne Ratsbeistand von anderen Mitgliedern die Verfassung der Jesuiten zu verändern, Punkte beizunehmen, Punkte zu streichen, wie auch immer. Er ist komplett souverän. Wie, und mit dem setzen sie sich ja gleich, Jesus Christus oder wie Gott. Gott auf Erden. Ja? Ganz wichtiger Punkt, den Griesinger hier macht. Das, was wir jetzt gerade gelesen haben, ist die erste Grundlage, wie er hier sagt. Ja? Hier. Die erste Grundlage. Dies ist nur der Beginn der späteren Einrichtung des Jesuitenordens. Und wir werden durch das nächste Kapitel bereits belehrt werden, dass die eigentlichen und wichtigsten Konstitutionen und Gesetze erst später hinzugefügt wurden. Also dieses war die Basis, aber alles, was danach kommt, ist noch viel wichtiger. Allein schon in diesem anfänglichen Entwurf oder vielmehr in diesem kleinen Anfang treten uns Bestimmungen entgegen, welche den neuen Orden als etwas ganz anderes erscheinen lassen, als die früheren waren. Also hier geht es um den Vergleich des Jesuitenordens mit anderen monastischen Orden. Und hier, bei diesen Statuten, wird uns schon gleich deutlich, dass diese Bestimmungen entgegen allem anderen sind, was wir von früheren monastischen Mönchsorden, römisch-katholischen Orden kannten. Vor allem kommt zu den sonst üblichen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams gegen die Oberen ein viertes hinzu. Das Gelübde des unbedingten Gehorsams gegen den Papst. So, wie steht das hier? Obedientiae illimitate erga pontificem. Obedientiae, das heißt Obedience, also Gehorsam. Illimititae, das heißt unlimitiert, also grenzenloser Gehorsam. Erga, gegenüber Pontificem, dem Pontifex Maximus. Soweit habe ich Latein jetzt schon gelernt, weil ich habe das sonst noch in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Aber soweit verstehe ich das hier draus. Das Gelübde des unbedingten Gehorsams gegen den Papst. Da steht er ja auch. Also, ich habe halt nur die einzelnen Worte jetzt versucht zu übersetzen. Und es sollten also die Mitglieder der Gesellschaft Jesu nichts sein als eine Armee von geistlichen Streitern, die sich rein dem Dienste des römischen Stuhles hingeben. Der zweite, nicht minder wichtige Punkt ist der, dass der neue Orden durchaus sein Mönchsorden, kein Mönchsorden sein sollte, trotz der Ablegung der eben genannten Gelübde. Die bisherigen Mönche, sie mochten nun einen Namen führen, welchen sie wollten, wohnten in Klöstern zusammen und sollten darinnen ein gottgeweihtes, beschauliches Leben führen. Übrigens, da mal eben von abgesehen, dass sich absondern von der Welt und in diesen Klöstern leben, ist absolut unbiblisch. Ja? Die Jesuiten dagegen wollten in der Welt leben und nicht in der Zurückgezogenheit. Sie sollten zwar als Prozesskäufer, das heißt Absteigekäufer für die, sie sollten zwar Prozesskäufer, das heißt Absteigekäufer für die Mitglieder, welche alle vier Gelübde, also Prozess ist so viel als Gelübde, abgelegt haben, besitzen, aber kein einziger von ihnen durfte je irgendwo für längere Zeit stabil bleiben, sondern er musste vielmehr jederzeit parat sein, aufzubrechen und sich dahin oder dorthin zu diesem oder zu jenem Zwecke verschicken zu lassen. Ja, wenn man sesshaft wird, das ist das Problem, dann gewöhnt man sich an die Gegend, wo man ist. Dann schließt man vielleicht Freundschaften oder Kontakte oder sonst irgendetwas. Und um das zu verhindern, werden sie hin und her geschickt. Und das ist genauso, wie es heutzutage im Militär auch ist. Kein einziger Soldat ist jemals in einer Einheit angefangen als Basissoldat und in dieser Einheit sein ganzes Leben verblieben. Als Soldat ist das unmöglich. Man wird immer irgendwann versetzt. Ja? Und man muss eben auch als Soldat damit leben, dass das so sein kann.
Und das hat im Grunde oder geht im Grunde zurück auf die Statuten der Jesuiten hier auch, die sich also nicht irgendwo niederlassen sollen, sondern sich ständig zu diesem oder jenem Zwecke verschicken zu lassen. Ihre Aufgabe war ja nicht ein beschauliches Leben, sondern das Wirken unter der Menschheit zugunsten des Papstes. Und zwar sowohl das Wirken durch Millionen unter entfernten heidnischen Völkern, als auch das Wirken in der europäischen Heimat gegen Ketzer und Schismatiker und Lutheraner, füge ich mal eben hinzu, zu halten. Der dritte Hauptpunkt ist der, dass sie den Unterricht für die vorzügliche Aufgabe ihres Lebens erkannten. Und zwar sowohl den weltlichen als den geistigen Unterricht. Unter weltlichem Unterricht ist zu verstehen die Erziehung der Jugend, wie der Erwachsenen, die noch in der Erkenntnis zurück sind. In der wahren, das ist in der römisch-katholischen Religion, denn nur auf diese Weise könne der Ausbreitung der Ketzerei ein nachhaltiger Damm entgegengesetzt werden. Der geistliche Unterricht dagegen wurde in den sogenannten Noviziaten erteilt. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich möchte nochmal eben kurz zurückkommen auf das, was wir hier mit dem weltlichen Unterricht gesprochen haben. Dieser weltliche Unterricht, meine Lieben, da gehen wir mal eben auf meinen anderen Kanal, auf den zweiten Kanal, wo ja hier auch diese Lesung erscheint. Und da werdet ihr euch erinnern, da habe ich jetzt ja letztens die Herrscher des Bösen Serie hochgeladen, die ich auf meinem Hauptkanal bereits 2016 hochgeladen hatte. Und der zweite Teil heißt hier, jetzt lassen wir das Frage eben mal stellen. laufen, der zweite Teil heißt hier die Medici-Lernmethode, Gnostizismus gegen Bibellehre. Also da wäre es schon mal gar nicht mal gar nicht mal so überflüssig, wenn ihr euch das Video nochmal anschaut, entweder auf meinem Hauptkanal oder auf dem Kanal hier, wo jetzt das Video erscheint, Jugglers War und des Info ist das ja, also der Kanal hier, wo ich das hochladen werde, und ihr euch nochmal damit bekannt macht, was die Medici-Lernmethode ist, nämlich Gnostizismus gegen Bibellehre. Das ist genau das, was hier bereits gesprochen wird. Der weltliche Unterricht ist zu verstehen die Erziehung der Jugend, wie der Erwachsenen, die noch in der Erkenntnis zurück sind, in der wahren, das ist in der römisch-katholischen Religion, denn nur auf diese Weise könne der Ausbreitung der Ketzerei ein nachhaltiger Damm entgegengesetzt werden. Mit anderen Worten, nur durch die Medici-Lernmethode kann ich die Leute. Kann ich die Menschen, sind das jetzt Kinder oder Erwachsene, die ich unterrichte, katholisch erziehen? Sie müssen in der römisch-katholischen Religion erzogen werden, nicht in der Bibel. Das ist Medici-Lernmethode. Gnostizismus, römischer Katholizismus auf der einen Seite gegenüber die Bibellehre auf der anderen. Das habe ich da in dem Teil des Herrscher des Bösen auch angesprochen. Das könnt ihr euch ja anschauen. Ich habe eine eigene Spielliste. Herrscher des Bösen auf dem Kanal, da findet ihr das leicht zurück. Dann könnt ihr euch das bitte schön mal ansehen. Der geistliche Unterricht dagegen wurde in den sogenannten Noviziaten erteilt, in welche nur solche Jünglinge aufgenommen wurden, die sich für den Eintritt in den Jesuiten vorbereiten wollten. Und dass man dann diese Lehrlinge oder Novizen vollständig für die Ordenszwecke ausbildete, kann man sich denken. Um nun übrigens diesen Hauptzweck des Ordens, dem Unterricht, genügen zu können, wird, und dies mag als ein vierter Hauptgrund gelten, das Gelübde der Armut modifiziert oder vielmehr durch einen künstlichen Griff geradezu aufgehoben und in das Gegenteil verwandelt. Ja, das fand ich auch interessant beim Lesen. Die Professi, also das sind die höchsten Jesuiten, ja, die Professi selbst nämlich sollten völlig arm sein und gar nichts Eigenes besitzen dürfen. Die Kollegien und Erziehungskäufer dagegen, die doch ganz unter der Obhut und Leitung der Ordensmitglieder und des Generals standen, hatten das Recht zu nehmen, was man ihnen gab. Und je mehr man ihnen gab, umso lieber war es den vom General aufgestellten Rektoren und Dirigenten.
Als den fünften und letzten Hauptpunkt führe ich an, Zitat, den außerordentlich den außerordentlich festen inneren Zusammenhang, den man dem Orden gleich von Anfang an dadurch gab, dass der auf Lebenszeit zu wählende Vorsteher oder General mit vollkommener absoluter Herrschergewalt bekleidet wurde. Das habe ich in meinen Kommentaren schon angeholt, muss ich jetzt hier nicht vertiefen. Der Autor Theodor Griesinger geht da jetzt hier drauf ein. Die Konstitution selbst nämlich durfte er zwar allerdings ohne den Rat und die Zustimmung seiner Genossen nicht ändern oder neu gestalten, aber in allen anderen Dingen musste seinen Befehlen unbedingt und ohne, dass man das Recht hatte, nach Gründen zu fragen, Gehorsam geleistet werden. Da kann der aber Gehorsam, dann stelle ich keine Fragen nach Gründen oder warum oder was auch immer. Und er durfte nicht nur Ämter und Bestallungen nach Gutdünken vergeben, sondern man hatte ihn geradezu als den Stellvertreter Christi, den verkörperten Jesus, anzusehen. Gut, dass der Autor hier nochmal drauf eingeht. Ich habe das ja vorhin bereits angeholt und gesagt, der General der Jesuiten muss als Jesus Christus auf Erden anerkannt werden. Ganz wichtiger Punkt. Nicht der weiße Papst alleine ist Vicarius Filii Dei, Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Nein, der General selbst ist der verkörperte Jesus Christus. Unter solchen Umständen musste der Orden wohl eine einheitliche Kraft erhalten, wie sonst kein Institut und keine Gesellschaft in der ganzen Welt. Denn jedes Mitglied der Sozietät Jesu gab mit seinem Eintritt jeden eigenen Willen auf und wurde von nun an nur noch Werkzeug zum Nutzen des Ordens. Perende ac cadaver. Dies sind die fünf Hauptpunkte, durch welche sich das Statut des Jesuitenordens von den übrigen Orden vorzüglich auszeichnete, also unterscheidet. Und wenn man diese Punkte nachher betrachtet, so wird man über die außerordentliche Klugheit, die aus ihnen hervorleuchtet, nur staunen müssen. Nicht minder springt es uns gleich auf den ersten Blick in die Augen, dass sich der römische Hof von dem neuen Orden einen großen Nutzen versprechen musste, besonders gegen den wachsenden Fortschritt der Reformation. Und somit darf es uns auch nicht wundern, dass Antichristpapst Paul III. Das Institut feierlich bestätigte. Umgekehrt aber findet sich in dem Statut auch nicht das Geringste, was sich auf die Wohlfahrt des Menschengeschlechts und die Beförderung desselben bezöge. Und selbst der Zweck der Selbstvervollkommnung, der doch sonst bei religiösen Gesellschaften wenigstens dem Scheine nach vorangestellt wird, hatte gegenüber dem von der Verteidigung der päpstlichen Sache gar keine Geltung. Außerdem konnte der neue Orden vor dem Richterstuhl der Vernunft und Moral schon deswegen nicht bestehen, weil er ein gänzliches Aufgeben persönlicher Wünsche und Neigungen, persönlichen Handelns und Vorwärtsstrebens den Mitgliedern zur unerlässlichen Bedingung des Eintritts machte. Denn auf diese Art musste aller Sinn für Häuslichkeit und Freundschaft, alle Eltern- und Geschwisterliebe, alle Liebe zur Heimat und zum Vaterland, alle Wissbegierde sowie alle Schönheits- und Kunstgefühl, mit einem Worte, alle Adern des tieferen Menschen- und Geisteslebens mussten versiegen, um die Glaubensritterschaft in ununterbrochenem Eifer und Gehorsam zu erhalten. Hier endet das Kapitel und wir fahren nächstes Mal fort im fünften Kapitel, Ignaz von Loyola als Ordensgeneral. Das war gar nicht mal so leicht, das war eine ganze Menge, die wir uns da eingelesen haben. Und wir haben eine gute Stunde mit diesem Video wieder erreicht. Ich hoffe, dass das eure Aufmerksamkeit nicht überspannt hat. Es ist ja kein besonders leichtes Thema, aber es ist auch für mich unglaublich spannend, das zu lesen. Ich habe, wie gesagt, noch kein Wort von diesem Buch hier vorher gelesen. Das ist für mich das allererste Mal, dass ich das jetzt auch mit euch zusammen lese. Und gut, ich habe schon andere Dinge gelesen, also ich wusste natürlich von, aber so ins Detail
sind auch nicht alle Autoren gegangen, die ich bis jetzt gelesen habe. Das Einzige, mit dem ich das, was ich hier von Griesinger bis jetzt gelesen habe, vergleichen kann, das ist wirklich das Buch Codeword Babylon in Englisch, das ich mit Brett Norman momentan am Lesen bin. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr studiert das Buch selber. Die Links zum Downloaden sind ja in der Beschreibungsbox des Videos eingefügt für euer Selbststudium. Und ich fände es auch fein, wenn ihr euch die Mühe macht, wenn ihr das Video schaut, halt mit mir zusammenzulesen. Ist ja nicht so, dass man hier auf viele Bilder achten muss. Ich habe ja nur den Text eingeblendet, den ich lese in der Zeit und vielleicht mal hier und da ein Bild nebenan. Heute waren das gerade mal nur zwei von der Lesung. Deswegen kann man sich ganz auf das gesprochene Wort konzentrieren und desto aufmerksamer, hoffe ich, folgen. So, das war's dann für heute. Für den 5. März 2018 im sechsten Teil von dem Buch von Griesinger, dessen kompletter Titel lautet Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und Kommentieren. Möge Gott euch behüten, schützen und segnen auf all euren Wegen. Bis dann. Maranatha.